Merle, steckst du hier? Moment mal, bist du gar nicht in seinem Zimmer? Merle? Merle, bist du wieder in meinem Zimmer? Ich habe dir verboten, in meinem Zimmer zu sein. Merle? Merle, was machst du mit dem Baumstamm hier im Bett? Was? Das, Sabine hat einen Namen. Sabine Elend, die habe ich doch schon Sabine, längst verarbeitet zu Latten. Sabine Elend liebt Latten. Ja, und was macht ihr hier? Was treibst du hier in meinem... Ich habe dir gesagt, nicht in meinem Zimmer und nicht in meinem Bett. Aber wir brauchten die Bilder von den Vögeln. Was macht ihr hier drin? Na, Vögelbilder gucken. Okay, ich schnapp mir jetzt Sabine und verarbeite sie zu Zahnstochern. Schon wieder? Sabine Elend muss weg. Merle, ich hab dir gesagt, Sabine Elend existiert nicht. Aber es hat so lange gedauert, bis Sabine endlich da war. Nein, Merle, du bist verrückt. Merle! Sabine muss leben! Sabine muss leben! Gott, Merle, ist es wieder soweit? Ich werde dich beruhigen. Sabine muss leben. Ich werde dich beruhigen. Mit einem Schuss. Wo sind eigentlich die Frames, Alter? Ich weiß es nicht. Zu viele Schweine. Sind die bei dir auch nur noch runter? Bei mir gehen die auf 20 am Schwein. Beruhig dich jetzt. Leg die Säge hin, Merle. So. Ich schnappe jetzt Sabine Elend. Da beenden wir dieses Elend hier. Tschüss. Alles klar, Merle. Alles klar. Du willst. Ich wollte dich nicht erschießen, Merle. Wegen dir ist jetzt ein Hahn gestorben. Ah, du bist wahnsinnig, du kannst doch nicht im Hühnerstall rumschießen. Ich kann alles. Der Mann ist durchgedreht. Du bist durchgedreht. Alles deine Schuld, Merle. Sieh uns, wozu du mich zwingst. Die Hühner werden dich jetzt essen. Wegen dir sind alle Eier sauer. Merle, hast du gelernt, dass du mit Sabine nicht rumalbern sollst? Ich lerne nie. Kann ich anhalten. Gott, die Frames sind weg, Merle. Die sind weg. Wo sind die Frames? Was ist denn los? Du musst Schweine morden. Ich kann nicht anhalten. Jetzt. Wie viele Schweine sind denn da im Moment? Weiß ich nicht. Ich hab nicht reingeguckt. Mach erstmal Sabine Elend kaputt. Du machst auf die Nerven. Boah, Alter. Was ist da los? Alter, guck mal in diesen Schweinestall rein. Was zur Hölle? Dir ist bewusst, es geht komplett außer Kontrolle, ne? Das ist völlig, ich weiß auch nicht. Oder darf man eine Schwangere ermorden? Nein. Okay. Ich mach's trotzdem. Na toll. Komm mit. Da reicht eins nicht. Ich bring den jetzt in den Schuppen. Stell mir direkt zwei oder drei da rein am besten. Guck mal, es ist so krass, dass mittlerweile sogar irgendwelche Hirsche um die Ecke kommen und sagen, ich will auch mitmachen. Ich will auch mitmachen. Moment, das Kleine gehört rein. Nein, das Kleine muss wieder rein. Ich bin ja kein Unmensch, so wie du. Boah, Alter, da der hinten... hier? Soll ich auch nochmal eins holen, ey? Nochmal so ein Bengel? Alter, das ist so heftig. Wir müssen die Schweine dezimieren. Wir müssen ein echt... Ein gutes Ende. Ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, wie soll ich das ausdrücken, ich aber... Pick noch einen raus. Komm, du verarbeitest sie. Du darfst sie erschießen. Ich weiß, dass dir das so viel Spaß macht. Ein Purge müssen wir ausrufen. Du darfst purgen da drin. Wie sieht's hier eigentlich aus generell? Hier liegt ja schon eins. Wie kommt denn das hier hin? Das ist aber jetzt... Wurde gepurged. Ja, viel Spaß mit deinen zwei Freunden. Es ist tot schon, oder was? Andere, ja, nee, es schläft, Merle. Es schläft mit einem Loch im Kopf. Merle weiß das alles nicht. Nein, Merles Welt ist alles irgendwie anders. Merles zauberhafte Welt. Merle ist wie Amelie. Ich bin dumm. Was ist das hier unten? Käsefächer? Das sind Käsefächer, ja. Natürlich gut, aber die müssen wir zumachen. Da gibt's dann Cheeseborn auf Paprika. Was ist das für ein schwarzer Fleck? Jetzt ist er weg. Wie schwarzer Fleck? Das waren Schmauchspuren. So. Machen wir mit Ei und Milch? Nee, nur Ei, oder? Mit Milch würde ich eher für Käse verwenden. Ja, doch ja. Haben wir nicht genügend Milch. Naja, sag ich ja deswegen. Alter, jetzt sind voll die Küken geschlüpft. Echt? Naja. Hier ist noch einer, der will auch mit zu dir. Komm, ich zeig dir den Schuppen, wo Merle immer seine Experimente macht. Merles experimenteller Schuppen. Leg den hier, die kriegst du ja nicht raus. Das ist so ein Sauverkehr hier. Komm. Gott.
Komm. Komm. Alter, verbringst du ja Tage mit. Beine rauszulotsen. Oder Wurst zu machen. Die zu verarbeiten. So viel Platz haben wir gar nicht am Ende wieder. Jetzt ist es auch Arbeit. Wir brauchen mehr Schränke. Die Schrankwand will ich auch noch erweitern. Das kommt mir noch eine hin. Wir brauchen viel mehr Schränke. Der eine Schrank, der in der Ecke ist, aber unnütz, wenn die Türen offen bleiben. Kannst du jetzt zuklappen. Ja, ich dreh gleich durch. Ich krieg hier kein Schwein raus. So, ich mach jetzt erstmal noch ein Ei hier rein. Ich mach jetzt erstmal ganz in Ruhe Wurst. Mach du mal Wurst. Der Wurstkapitän. Ich mach heute den Wurst-Captain mal wieder. Machen wir Captain da noch ein bisschen... Sausage. Captain Sausage. Ich mach da noch ein Ei rein. Captain Sausage and the Wurst of Tomorrow. Ey, das Schwein will nicht raus aus der Box. Es wehrt sich. Mit Händen und Füßen. Echt anstrengend. Kann ich eigentlich auch in meinen Käse ein Ei reinschlagen? Bisschen geriebene Wurst. Bisschen Käse-Ei, weiß ich nicht. Irgendwie eskaliert alles gerade ganz schön kräftig, ne? So, ich habe hier nochmal ordentlich Milk. So. So. Musst du kurz hier noch andere Business-Sachen machen? Ich mach jetzt mal hier in den Kessel Milch, Milch, Milch. Bam. Nochmal ein Ei. Jetzt guck ich mal, ob ich da in die Milch, also in den Käse noch ein Ei. Ah ja, hat er noch ein. Guck mal. Wie Eikäse? Ja, ich hau da noch ein Ei rein. Hau noch ein Ei rein. Das ist so, wie Oma gesagt hat, ne? Überall. Schlag doch da noch ein Ei rein. Schlag doch da noch ein Ei rein. Oma hat immer gesagt, schlag doch da noch ein Ei rein. Jetzt hab ich hier. Kann ich auch eine Wurst reinmachen? Aber ich glaube, Ei ist schon sehr früh auf den menschlichen Speiseplan gekommen, einfach, ne? Wenn irgendwo damals da so mal die, ein Ei wenn, rein. Wenn die Urmenschen damals schon, wenn die irgendwo ein Nest gefunden haben, ne, dann werden die auch nicht gesagt haben, oh, die armen Vögelchen. Die dann gesagt haben, jawoll, knack ich das Ei. Ist vorbei mit dem Ei. Hier werden übrigens irgendwie Küken verhungern im Schuppen, aber... Das gefällt dir doch. Das gefällt dir doch, dann schmecken sie am besten. Das ist doch geil, oder? Ja, so schmecken sie doch am besten. So richtig schön mit Lights. Wenn sie angefangen haben, sich selbst zu verdauen, so zwei Wochen danach. Hm. Ja, das findest du geil. Ich weiß. Ekelhaft. Richtig ekelhaft. Was denn hier? Die kannst du doch schon... Mama, haben wir hier... Gib mir mal so eine Kühlbox. Ja, mittlerweile ist es auch richtig Arbeit, ne? Es ist richtig, richtig Arbeit. Ich kann jetzt hier nicht alles gleichzeitig machen. Gerade Fleischverarbeitung ist nicht so ein einfacher Billo-Prozess wie Käse machen. So, guck mal hier, zack. Käse machen, das ist eine hohe Kunst. Ja, du schüttest Milch da in den Topf und dann machst du ihn an. Ja, und du schüttest Fleisch da in den Grinder und machst ihn an. Fleisch hier, den Grinder, Fleisch rein, Grinder anmachen, Ei nehmen, warten. Ja, Käse rein, Käse raus. Ja, ja. Ei hinzufügen, passt aber ordentlich. Ei mitten hier nehmen. Aber hier, schön rein. in den Reifungsclub mit dem Käse, zack. Macadillo. Und dann Macadillo Hill. Kann ich einen Küken reinschlagen in meinen Käse? Oh ja, es geht. Noch einen Küken reinschlagen. Kükenkäse, richtig schöner. Kükengaudi, kennst du nicht? Das ist was Neues von McDonalds. Von Merle Donalds. Das goldene M, ey. Golden Merle. Goldene M. Das ist der goldene Merle, ja. Golden Merle. Mit dem Golden Merle Zertifikat. Und viel mehr Kühlboxen. Ja, Kühlboxen. Wenn wir jetzt so viel hier verarbeiten, wir sind danach rich, ne? Ja, klar, wir werden richtig reich. Wir können auch mal nach einem Transporter dann gucken oder so. Frage ist halt nur, wie lange sollen wir das dann machen, weißt du? Was wollen die Leute denn dann haben? Ja, macht, bis ihr eine Million verdient habt oder so, weißt du? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob die das überhaupt gucken wegen den Sachen. Gestern sollten die Leute wollen hier hochanspruchsvolles Gameplay. Gestern habe ich eine kleine Gameplay. Donation gesehen und gestern habe ich eine Donation bekommen und da stand eindeutig, ich habe gesehen, wie das Schwein davongelaufen ist. Also nee, das gab's nicht. Das war irgend so wie, ich glaube, es war deine Mutter, die dir gespendet hat. Die spendet mir wirklich manchmal, lacht sich zu Hause voll einen ab, ohne Kack. Manchmal donatet sie und, ne? Nice, kriegt immer noch Taschengeld, hat der ein tolles Leben. Ja, ich sehe das dann, weil das von dem PayPal-Konto meines Bruders kommt, so.
Und ich sag dann immer, ja, aber Taschengeld wäre ja wenigstens steuerfrei. Weißt du, so, wenn ich jetzt zu ihr fahre und sie drückt mir ein 20 in der Hand, da gibt's ja keine Steuern. Ja, Merkel kriegt halt auch Taschengeld von deiner Mom. Ja, meine Mom ist richtig sozial. Ah, da ist ja schon wieder Milch drin. Da ist ja schon wieder was im Euter. So, da massiere ich noch ein bisschen was raus aus dem alten Euter. Alter, die Wurst hat gerade so einen Time Warp gemacht. Sie ist vom Boden zurück auf den Tisch geflogen. Ja, deine Time Warp. Geisterwurst, Alter, Time Warp Wurst. Die Geister, die Thai-Geisterwurst. Wurst aus der Vergangenheit. Die ist so alt. Die ist so alt und trocken, die Wurst. Hier, guck mal, wenn jetzt Zeitreisen existieren würden und du würdest eine frische Wurst aus dem Jahr 1863 mitnehmen und die dann aber hier essen, gilt die dann als abgelaufen oder? Neue Geschäftsidee? Vergangenheitswurst. Damals, als noch Überschuss war. Das macht Wurst aus der Vergangenheit. Aus einer Welt, wo noch alles da war. Mit echten Bäumen und echten Tieren. Ohne Antibiotika. Wo Wurst noch nach Wurst geschmeckt hat. Wo in Wurst frische Sachen verarbeitet wurden und nicht die Reste, die nicht mal für Katzenfutter verwendet werden dürfen. Weil die bessere Standards haben. Aber ist auch Nestle. Ich die Wurst nicht nur aus 3% Wurstbestand. Habe ich auch letztens nämlich gesehen, so ein Nestle-Hasser, der dann aber hier Felix Katzenfutter gekauft hat. Oder? Ja, das auch. Das Nestle. Ist alles Nestle. Alles. Ja, ich sage, du kannst nicht entkommen. Du kannst nicht entkommen. Ich weiß nicht, wenn die nicht sogar Zigaretten verkaufen mittlerweile. Stimmt. Höchstwahrscheinlich. Irgendwo Philip Morris, Shareholding und am Ende landest du wieder irgendwo bei Nestle. Ja, 100%. Schokotabak. Man könnte Küken irgendwie da rein. Schokotabak. Ja, Schokozigaretten waren ja auch immer von Nestle. Ja, aber die sind ja auch verboten jetzt. Illegal? Ich glaube ja. Ich glaube mittlerweile darf sie nicht mehr verkaufen. Ja, schon lange, glaube ich sogar. Oh, jetzt habe ich ein Fleischbällchen gemacht. Wollte ich eigentlich aber gar nicht. Ich mochte die immer, die Schokozigaretten. Ich fand die auch gut. Oder Kaugummi-Zigaretten. Ich finde das so geil bei. Ach, wie heißt's hier? Community. Wo er dann mit ihr im Badezimmer ist und sagt so, dann so, auch eine so, und hält ihr dann aber auch so ein Etui hin, so ein Metall-Etui und nimmt sich da was. Was ist dann denn ein Etui? Ein Etui, ein Zigaretten-Etui. Das heißt Etui. Nein, Etui heißt das. Das heißt Etui. Etui. Das heißt nicht Etui. Kein Mensch hat, ja, genau wie es Hanuta heißt, ne? Das Etui, ich habe noch nie Etui gehört. Klar, alle sagen Etui. Ich hab das noch nie gehört. Federmäppchen, sagt der Deutsche. Ich hab noch nie Etui gehört. Echt? Ich hab das nur gehört. Ich komme aus dem Ruhrpott, da sagen das alle. Hab ich noch nie gehört. Etui. Ja, Etui. Ich hab ein Etui, oder mehr. Ja. Gib mir doch mal deine Kugelschreiber aus deinem Etui. Ja, so sagt man das. Bei Sonnenschein. Oder Mondlicht, je nach Luststimmung. Ja gut, es gibt auch Leute, die sagen Rouladen zu Rollos. Meine Mutter sagt zum Beispiel, mach mal die Rouladen hoch. Ja okay, das ist aber total falsch. Die Rouladen, Rollläden. Rollläden, ja, Rollläden. Ja, Rollos. Rollos auch, ja, aber Rollläden geht auch, lass ich auch durchgehen. Ja, aber ne, für... Aber Rouladen ist was zum Essen. Für alte, ne, das sind Rouladen, das ist was anderes. Das sind Rouladen, stimmt, Rouladen heißen die. Rouladen, aber Rouladen gibt's doch auch irgendwo, das... Keine Ahnung, ob man Rollladen oder Rouladen, aber ich meine, man sagt eigentlich, ich glaube, es wird immer mit U geschrieben, irgendwie Rouladen. Also jetzt guck, ich google jetzt, was Rouladen sind. Also, Google sagt... Nee, der wird wahrscheinlich nach Rollläden suchen dann. Rouladen. Ein Wort mit 3 L sogar. Wie sagt deine Mutter? Rouladen. Also mach mal Rouladen runter. Sie sagt, mach mal Rouladen runter. Ja, die Rouladen. Aber es ist Rollladen. Ja, oder Rollläden. Das ist dann die Mehrzahl. Ist ja Mehrzahl, ja. Dann ist es eine Rollade. Rolade. Rolade? Das klingt wie was zu essen, ne?
Also, aber, ja, aber, jetzt, aber jetzt nicht so... Nee. Rouladen ist das mit Fleisch. Das sind die Rouladen. Ja, genau, das sind die Rouladen. Deutsch ist so und toll. Und ein Rouladen ist das, was du runter machen kannst. Ich und ein Rouladen gibt's gar nicht. Ich wette, auf Japanisch wird das dann irgendwie so umschrieben, weißt du, so Barriere für die Sonne. Oder, ne, so... Sonnenbarriere. Schließe die Sonnenbarriere, so... Ist dann, Japanisch ist ja immer so ganz fancy. Da gibt's ja auch kein richtiges Nein. Also es gibt's schon, aber sagt man nicht. Sondern irgendwie, man lehnt dankend ab und sagt, man hat gerade keine Zeit, weil man... Lehnt Joghurt. Dankend unwürdig ab. Ja, ja, genau. Muss das leider negieren. Alter, da hinten ist totale Wursteskalation, ne? Die reift, glaube ich, schon im Liegen. Ja, wie deine Mutter. Ja. Die hat viel gelegen, nur beruflich, ne? Meine Mutter war Berufslegerin. Da musste ich letztens auch wieder so lachen. Wurde, ne? Ich meine, das ist anstrengend. Ich weiß das. Und alle Menschen, die das sportlich machen, die sind auch ganz fancy. Und das ist auch ganz toll und bestimmt total körperlich belastend. Aber wenn ich, lese, jemand hat die Silbermedaille im Gehen gewonnen. Ne? Wie es sich so anhört. Ich habe Silber im Gehen. Oh, also wenn es eine Disziplin gäbe, die liegen wäre, hätte ich Platin. Ja, das ist sofort bei dir. Sofort. Obwohl, ganz ehrlich, liegen kann auch sehr schmerzhaft sein, ne? Du merkst, ich merke das sofort, wenn man zu viel, gerade so in den ersten Urlaubstagen. So, ne, ich mache jetzt so ein bisschen zum Ausgleich dann halt noch so ein bisschen Rudern nebenbei manchmal, ne, so zumindest immer so 3 Tage am Stück und dann mal einen Tag Pause oder so. Aber, ne, jetzt auch erst seit kurzem wieder zugegeben, ne, ich bin halt nicht so der Sporty. Aber, ich merke, dass so die ersten Tage, sobald ich dann im Urlaub bin und dann irgendwie so 2 Tage nur auf der Couch gammel, dann, ey, du kommst nicht mehr hoch. Ne, so alles so, oh, ne, so, als würdest du dir einen rauspressen. Oh, ich darf mir nicht so hart drücken, sonst presse ich mir wirklich was raus. Aber dir ist gefährlich, weil irgendwie dein Körper, der wird ja auch nur noch mit Heftklammern und Tesafilm zusammengehalten. Ja, wie der von Cher. Du bist irgendwie so der 5-Euro-Mann. Wie der von Cher. Oh, fuck. Nein, es besteht wirklich nur aus Heftklammern, Tesafilm und stellenweise auch Kaugummi. Ja, klar. Wenn der Arzt sagt, ich muss ihr Poloch untersuchen, dann wühlt er mir im Nacken rum. Das ist alles schon so hochgespannt, weißt du? So, immer nachgezogen. Das ist so wie einfach so ein Stock, weißt du? So, den du dann immer so zwei... Ja, dann machen wir heute mal noch 2 Drehungen. Ja, okay. Wir rollen noch weiter auf. Ja, ja, genau. Wir rollen noch 2 Drehungen rauf. Aber dann grinse ich die nächsten 3 Tage wieder. Ja, ja, aber das dehnt sich ja dann wieder weg. So, so alle Schränke sind voll. Hier wird überall jetzt schon... Warum mehr Schränke, du? Probe Schränke, du. Ist nicht gut, du. Mal hier zu, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Du musst jetzt mehr rein hier. Zack, die Bunsenbrenner, die glühen. Die Bunsen, ey. Die Bunsen und... Charles Bunsenmund. Ich habe einen richtigen Bunsenmund. Was hast du? Ja, ich war 2 Wochen in Thailand und als ich wiedergekommen bin, hatte ich Bunsenmund. Mein Bunsenmaul, das brennt, du. Toll, ich habe ordentlich Bunsenmaul. Es will das Bunsenmaul brennen. Gehen wir hier noch Eier hin? Hast du schon mal Bunsenmaul gehabt, du? Kannst du keine Zahnpasta mehr benutzen? Da brennt dir der Bunsen. Mein Bunsenbürzel brennt. Mein Bunsenbürzel. Der Bürzelbunsen. Alter, ich hab so viel. Oh, ich muss mal wieder eine Eiertour machen. Eine Eiertour? Ja, darf ich nicht mehr. Deswegen, wegen dem Spielplatz damals. Bunsenmann. Kann ich hier rein theoretisch ein Licht installieren und die Hühner dadurch in den Wahnsinn treiben? Ist ja egal, die sind ja eh blind. Schön, aber, dass du so grausam bist. Aber sie sind blind, aber du sagst ihnen, dass das Licht an ist. Das macht sie innerlich fertig. Ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber wenn ihr fragt, warum ihr euch so unwohl fühlt, ich habe das Licht angelassen. Immer. Das ist echt, das ist aber wisst ihr, so Kreis Industries. Ja, genau so und genau, nicht anders. Genau so läuft der Laden. Ich wollte sagen, wir es ist nur einfach, immer so. Es ist nur einfach, ich denke in Leslie Nielsen-Komödien. Das ist Nein. Die Leute fragen mich immer, ist es denn wirklich so in Kreis Industries? Und ich sage, so und kein bisschen anders. Ja, ja.
Weißt du, und bei so einem Leslie Nielsen-Film wäre halt genau das so eine Situation wieder. Ne? Oder wie bei hier Angie Tribeca. Das kennen ja die wenigsten. Und ich finde Angie. Boah, sind das viele Eier? Bist du wieder in der Sauna? Das ist doch die Trucker-Sauna. Trucker-Sauna von Merl. Wo kommen die ganzen Eier her? In der Trucker-Sauna. Der Hahn verteidigt hier voll sein Eck. Ja, da muss ich die andere Wurst ja drinnen aufhängen. Oder einfach liegen lassen und warten. Liegen lassen und warten, liegen lassen und... Boah, ekelhaft. So, und das ist nicht die Qualität meiner Farm. Du hast keine Qualität. Integrität. Integrität-Farm, ey. Wo er dann nach Dings fliegt, nach China, um den Gras zu verkaufen. Oh, fickt euch! Ja, fickt ja. Euch. Hier will wohl jeder China was andrehen. Ja, ja, genau. Alle wollen China was andrehen. Ist aber auch so. China hat halt Geld und alle wollen was vom Chinesengeld. Hä, wieso geht meine Taschenlampe nicht mehr an? Hell. Hä? Das Futter ist komplett leer. Auf Futter. Ihr macht doch voll. Ich bin gerade im Stall, sehe ich erst jetzt. Sonst vergessen es ja alle, wie Weltmeister fressen. Boah, die sind alle total ausgezehrt. Futter gekauft? Wie, ich bin am Wurst aufhängen. Immer noch. Du bist doch direkt daneben. Nein, ich bin gerade im anderen Stall. Der auch direkt daneben ist. Oh, hier ist ein totes Tier. Massensterben, Merl. Wie, was ist gestorben? Der Hühner hier, überall tote Viecher. Dann können wir Hühnerwurst machen. Aus Tothuhnwurst. Hier liegen tote Küken. Grausam, wie die Ranch hier geleitet wird. Hey, Alter, du stehst doch daneben, gib dem doch Futter. Ich bin doch gerade, ich muss erst außen rum laufen. Alter, ey. Er steht wo direkt bin ich hier daneben. Ich muss erstmal hier rum. Ich bin gerade im Stall drin. Leichen über Leichen. Hier. Einfach kurz raus aus dem Stall, hier hinstellen, alle Tröge füllen. Ich bin so. Gerade im Eierrausch. Ja, ja, genau. Alter, er ist direkt daneben. Wo bist du? Ich kann hier nicht raus, das ist total... Die Tiere sterben, ich muss zusehen, wie sie tot umfallen, aber ich bin nicht fähig, 4 Meter zur Seite zu laufen ja, und ihnen Futter so zu geben. Ja, so ist es halt ab und zu. Ab Alter, und zu wir haben im Haus genau richtig so. Viel Käse. Echt? Wir haben im Haus mega viel Käse. Hier sind 1, 2, 3, 4 fertige, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fertige Käse. Ja, geil. Alter. Das ist ja Käseparty. Und wir haben die Boxen voll mit Wurst, ne? Die Boxen voll mit Sausage. Der Sausage Man. So, die Folge ist vorbei. Alter, der Korb, der platzt vor Eiern, du. Eier haben wir echt viele. Und Schweine haben wir auch genug, ne? Also, ja. Ich wollte noch eins rauscashen, aber das hat sich da drin... Alter, wir haben oh, noch mehr. Hier sind ganz verzählt. Viele verstörte Hühnchen. Oh, wie süß. Und hier reift auch nochmal Käse. An der Gouda-Pritsche, an der alten. An der Gouda-Pritsche. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Lasst eine klitzekleine Bewertung da. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich liege im Bett. Merl! Merl! Ich mach doch Essen. Schlafen, Merl! Okay. Gute Nacht und tschüss!